Ein Kastenwagen, um die Welt zu erkunden. Für viele ein Traum. Wir haben uns einmal umgeschaut, welche Alternativen der Markt bietet, damit aus so manchem Traum vielleicht doch noch Realität werden kann. Der bekannteste 4x4 Kastenwagen für Expeditionsmobile ist wohl der Mercedes Sprinter. Diesen bekommt man neben der Ausführung ab Werk in drei weiteren Varianten externer Umrüster, nämlich mit Permanentallrad von Obereigner, Igelhaut und Achleitner. Um echtes Allrad-Vanlife zu ermöglichen, sind ein mittlerer Radstand und ein Dach mit Stehhöhe das Minimum. Bei der Wahl des Hochdachs sollte man außerdem bedenken, dass noch ein paar Zentimeter für Dämmung und Bodenplatte verloren gehen. Ein kurzer Überhang mit gutem Böschungswinkel hilft im Gelände. Darüber hinaus begrenzt ein Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen in dieser Klasse die maximalen Zuladereserven. So ein Basisfahrzeug schlägt bei Daimler mit mindestens 59.000 Euro zu Buche. Doch nicht gleich erschrecken, glücklicherweise gibt es auch preiswertere Alternativen. Wer großen Wert auf die Offroad-Eigenschaften des Fahrzeugs legt, sollte auch ein Auge auf die verschiedenen Allradsysteme haben. So bietet der Umbausatz des Zulieferers Dangel für den Citroën Jumper, den Fiat Ducato und Peugeot Boxer nur eine Visco-Kupplung, welche sich für das Fahren auf einer nassen Wiese eignet, dann aber schnell an ihre Grenzen kommt. Der Grund? Das Rad muss erst Traktion verlieren, damit die Kupplung aktiv werden kann. Im Normalbetrieb bleibt der Wagen ein Fronttriebler. Im Vergleich zu den anderen Allradumbauten ist das System mit Visco-Kupplung besonders leicht und bringt hier gerade mal 135 Kilo mehr auf die Waage. VW und Ford setzen bei ihrem 4x4-Antrieb auch auf das Prinzip der Lamellenkupplung, hier vom schwedischen Zulieferer Haldex. Dieser lässt sich beispielsweise beim Transit auch aktiv zuschalten. Die Drillinge Renault Master, Nissan NV400 und Opel Movano werden von der Firma Obereigner mit einem zuschaltbaren Allradantrieb ausgestattet. Hinzu kommen ein Untersetzungsgetriebe und die Höherlegung des Fahrwerks. So ausgestattet kommt man mit diesen Fahrzeugen schon deutlich weiter. Ford Transit, der Exot. Auf der Straße gehört der Transit zum täglichen Bild. Mit vier angetriebenen Rädern bekommt man ihn allerdings nur äußerst selten zu sehen. Bei dem längeren Radstand von 3,75 Meter hat er ein Leergewicht von 2,4 bis 2,6 Tonnen und somit eine Nutzlast von maximal einer Tonne. Das mittlere Hochdach hat eine Stehhöhe von 1,78 Meter. Für einen allradangetriebenen Ford Transit mit seinem 130 PS starken 2-Liter Motor zahlt man in der Grundausstattung 45.934 Euro. Wer zusätzlich nicht auf eine Sperre verzichten möchte, kann sich diese an der Hinterachse bei Extremfahrzeuge für 3.990 Euro nachrüsten lassen. VW Crafter, der günstigste. Der Crafter 4Motion mit Hochdach hat bei mittlerer Größe einen Radstand von 3,64 Meter und ein Leergewicht von 2,2 Tonnen, womit er deutlich leichter ist als der Ford. Das geringe Gewicht ermöglicht eine Zuladung von maximal 1,3 Tonnen. Mit dem Hochdach gibt es eine Stehhöhe von 1,86 Meter. Den VW mit 140 PS starkem Basismotor und hauseigenem Allrad bekommt man ab 42.954 Euro. Sinnvolle Extras, Hinterachsdifferentialsperre ab Werk und das Höherlegungsfahrwerk von Seikel. Vom Werk aus hat der Crafter eine Bodenfreiheit von rund 20 cm, mit dem Umbau werden es knapp 23 cm. Dank des erhöhten Fahrwerks ist eine Reifengröße von 245/70 R16 auf Stahlfelgen und 245/65 R17 auf Leichtmetallfelgen möglich, was für ein weiteres Plus von 2 cm zum Boden sorgt. Ein Tipp, bei MAN bekommt man den baugleichen TGE für sage und schreibe 7.600 Euro weniger. Wer also sparen möchte, sollte sich genau überlegen, wo er sein Fahrzeug kauft.
Renault Master, das Platzwunder. Der Renault Master L3 H2 besitzt einen mittleren Radstand mit der Länge von 3,68 Meter. Die lange Laderaumfläche von 3,73 Meter erkauft man sich mit einem deutlich längeren Überhang als beim Wettbewerb. Das H2-Dach bietet eine Stehhöhe von 1,80 Meter. Zum Allradpaket gehört ein Untersetzungsgetriebe und eine Höherlegung von 208 auf 266 mm. Alles zusammen sorgt aber auch für ein Mehrgewicht von 185 Kilo, was die Nutzlast auf eine Tonne verringert. Doch Achtung, bestellt man den Allradwagen ab Werk, zahlt man einen Wucherpreis von 61.356 Euro. Wem das zu teuer ist, der kauft nur den Hecktriebler, lässt das Fahrzeug dann bei Obereigner umbauen und spart am Ende satte 10.400 Euro. Wichtig: erst ab einer Motorleistung von 130 PS ist die Umrüstung möglich. Für den baugleichen Nissan NV400 zahlt man 44.820 Euro zuzüglich 12.000 Euro Umbaukosten. Wer es etwas günstiger möchte, sollte sich den Opel Movano merken. Er ist mit rund 33.800 Euro der mit Abstand günstigste der Drillinge. Hier kostet die Allradoption direkt vom Opel-Werk allerdings 20.000 Euro. Die Umrüstung in Eigenverantwortung bietet also auch beim Movano ein ziemlich großes Sparpotenzial. Citroën Jumper, das Leichtgewicht. Die zweiten Drillinge sind eine französisch-italienische Koproduktion und hören auf die Namen Citroën Jumper, Fiat Ducato und Peugeot Boxer. Sie alle verfügen über die größte Zuladung, immerhin fast 1,5 Tonnen. Alle drei bieten eine Innenlänge von 3,12 Meter, das H2-Dach ermöglicht eine Stehhöhe von 1,93 Meter. Der Jumper L2 H2 Heavy wiegt bei einem Radstand von 3,45 Meter gerade mal 2 Tonnen. Der Jumper besitzt in der Grundausstattung einen 130 PS starken und 2 Liter großen Dieselmotor. Alle drei kosten in der Basisversion etwa 39.000 Euro. Den 9.700 Euro teuren Allrad liefert Dangel zu. Bei Fiat kann man das Fahrzeug direkt ab Werk mit 4 angetriebenen Rädern bestellen. Bei Citroën und Peugeot muss man direkt nach Frankreich fahren. Der verwendete 4x4-Antrieb basiert auf einer Visco-Kupplung, die bei Schlupf automatisch Drehmoment an die Hinterachse leitet. Achtung, wer umrüsten lassen möchte, sollte darauf achten, dass nicht jede Fahrzeugkonfiguration dafür geeignet ist. Daily Allroad, der geländegängigste. Bei Iveco ist es der 35 S12V, der die beliebte Vanlife Standardgröße besitzt. Preis in der Grundausstattung 40.162 Euro. Den Daily bekommt man mit einem mittleren Radstand von 3,50 Meter und einem H2-Hochdach, das eine Stehhöhe von 1,90 Meter ermöglicht. Für den Umbau auf permanenten Allradantrieb zahlt man bei Achleitner knapp 16.000 Euro. Die Kraftverteilung basiert auf einem sperrbaren Mitteldifferential. Dank des Umbaus wächst das Fahrzeug um bis zu 15 cm in die Höhe auf eine maximale Bodenfreiheit von 25 cm. Das ordentliche Mehrgewicht von 220 Kilo ermöglicht dann allerdings nur noch eine Zuladung von 956 Kilo anstatt der ursprünglichen 1,2 Tonnen. Die schwere Allradversion des Daily ist schon seit Jahren ein beliebtes Fahrzeug für Offroad-Begeisterte. Zukünftig wird es diesen auch wieder als Kastenwagen geben. Der Vorteil: die Karosserie ist keine selbsttragende, sondern sitzt auf einem Leiterrahmen und verhindert so, dass sich diese bei Verschränkungen verzieht. Doch wo Licht ist, denn man zahlt hierfür leider auch den doppelten Kaufpreis und muss mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen rechnen. Fazit: wer sich einen Kastenwagen anschafft, hat damit einen guten Kompromiss gefunden. Denn auf der Habenseite stehen keine zusätzlichen Kosten für eine Kabine und trotzdem ein festes, mobiles Zuhause.
für das keine TÜV-Abnahme fällig wird. Der Nachteil der 3,5 Tonnen Kastenwagen ist und bleibt aber die geringe Zuladung und die vergleichsweise schlechten Geländeeigenschaften. Übrigens, wir haben bereits weitere Kastenwagen rund um Sprinter, Daily und Co. ausgiebig getestet. Die Filme in unserem YouTube-Kanal.